Hallo Andreas, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, aber gerne. Andreas, du bist der Autor des Buches Death Book. Führ uns doch mal ein bisschen ein. Um was geht es genau? Was passiert? Ich bin nicht nur Autor des Buches Death Book, sondern ich bin auch der ermittelnde Protagonist in der Geschichte. Und leider kommt am Anfang der Geschichte meine Lieblingsnichte Kathi ums Leben auf den Bahngleisen. Und die Polizei sagt mir, es ist ein Unfall, eventuell jugendlicher Leichtsinn gewesen, maximalen Selbstmord. Aber das kann ich nicht glauben, denn ich kannte Kathi besser, wir hatten eine gute Beziehung. Und so fange ich natürlich an zu recherchieren. Ich möchte herausfinden, was in den letzten Wochen in Kathis Leben passiert ist. Ich recherchiere online und entdecke auf ihrem PC ein merkwürdiges Forum, das sich Deathbook nennt. Und ich entdecke dort Videos. Scheinbar wurde Kathi in den letzten Wochen ihres Lebens verfolgt. Diese Videos sind Inhalt des Buches. Mhm. Die kann man sich da drin anschauen. Und das Ganze macht mich natürlich sehr, sehr argwöhnisch. Und ich tauche immer tiefer in diese Geschichte ein. Also das ist ja Komplexität zwischen Fiktion und Realität. Mhm. Hast du wirklich eine Nichte, Kathi? Ich habe eine Nichte, aber die heißt nicht Kathi. Das okay. Wollte ich dann meiner Familie doch nicht antun, diese Übereinstimmung. Aber es ist tatsächlich so gewollt, dass wir in dieser Geschichte Realität und Fiktion vermischen. Die Grenzen aufheben. Möglichst soll während des Leseerlebnisses der Leser so empfinden, dass das Ganze auch wahr sein kann. Und da ich eine reelle Person bin, aber auch eine Person in der Geschichte bin und wiederum mit Personen interagiere, die nur fiktiv sind, aber auch real sind, nämlich bei Facebook oder Twitter. Wer weiß denn schon noch, ob in den sozialen Netzwerken die Menschen wirklich real sind oder Fiktion? Das weiß man ja heutzutage gar nicht mehr. Und dadurch bekommen wir das wirklich sehr gut hin, diese Grenzen zu verwischen und den Leser die Geschichte nicht nur lesen zu lassen, sondern wirklich intensiv erleben zu lassen. Ich sage ganz gerne, dass der Leser im Deathbook nicht mehr länger Leser ist, sondern ein Erleber ist. Okay, ein Erleber, das werde ich wohl auch bald hoffentlich sein. Es ist ja so, im Grunde ist es ein reines E-Book, oder? Ich würde einen Schritt weitergehen und würde es als digitales Buch bezeichnen. Also es fällt schon unter die Rubrik E-Book, aber wir haben nicht einfach nur einen Text in den digitalen Text umgewandelt, sondern wir haben hier einen Teil der Geschichte in Videoformat erzählt. Das sind keine Anhängsel, sondern die Videos erzählen wirklich einen Teil der Geschichte. Und ich war auch bei den Dreharbeiten dabei und wir haben wirklich aufwendige Drehs gehabt. Und es war auch für mich als Autor eine ganz tolle Erfahrung, wenn ich in einem Buch beschreibe, wie ein junges Mädchen ums Leben kommt, wie sie gequält wird. Ist es eine Sache, wenn dieses junge Mädchen bei den Dreharbeiten tatsächlich auf der Eisenplatte gefesselt liegt und ums Leben kommt und ich kann sie dabei ansehen und ich muss sie vielleicht vorher noch fesseln, weil ich als Hilfskraft bei den Dreharbeiten dabei bin, ist das wieder eine ganz neue Erfahrung. Spooky, glaube ich. Wir haben innerhalb des Buches Absprungstellen in die sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter und erzählen die Geschichte dort weiter. Und wir haben den Prolog des Deathbook schon Wochen vor Veröffentlichung der ersten Episode online erzählt mit Hilfe einer Blogger-Community. Wir haben im Verlag ein Blogger-Casting durchgeführt, so wie Dieter Bohlen jemand castet, der singen kann, haben wir jemanden gesucht, der schreiben kann und uns hilft, online praktisch den Prolog des Buches zu erzählen. Das hat wunderbar funktioniert, wir hatten sehr, sehr viele Bewerbungen, wir haben das alles gelesen, wir haben uns am Ende auf eine tolle Bloggerin geeinigt und die hat für uns eine, sagen wir mal, schräge Rolle übernommen. Und ist dann mit Veröffentlichung der ersten Episode praktisch in die Geschichte eingetaucht. Und man merkt schon, auch hier wieder haben wir Realität und Fiktion miteinander verknüpft. Das heißt also, dass sie wirklich im Buch auch namentlich genannt wird? Nein, sie wird nicht namentlich genannt, aber ihre Rolle geht in dem Buch weiter. Ja. Okay. Ja. Du hast die Thematik Facebook angesprochen, dass das auch verknüpft ist mit dem Buch. Kannst du da noch mal ein bisschen tiefer reingehen? Ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen, wie das alles funktioniert. Ja, gehen wir von meiner Person aus. Ich bin ja der ermittelnde Protagonist in der Geschichte und ich habe auch einen Facebook-Account, den habe ich auch schon länger. Und in diesem Fall benutze ich meinen Account dazu, um mit meinen Lesern und Lesern in Kontakt zu treten. Aus der Geschichte heraus in die Realität über Facebook in Kontakt zu treten. Ich rufe meine Leserinnen und Leser zu Hilfe auf. Ich selber steige nicht wirklich durch und ich bin auf die Hilfe meiner Community angewiesen. Und alle anderen Protagonisten aus der Geschichte haben aber auch einen Facebook-Account, egal ob sie fiktiv oder real sind. Und so können wir einen guten Teil der Geschichte über kleine Posts eben bei Facebook oder Twitter miterzählen und machen damit das Ganze wirklich zu einem richtigen Erlebnis. Denn die Leser und Leserinnen sitzen nicht nur da lesen und die müssen auch dann ins Internet gehen, müssen online gehen, müssen ihre eigenen Posts absetzen, müssen mir vielleicht schreiben, Andreas, hast du noch nicht bemerkt, dass die und diese Person dort äußerst verdächtig ist? Den würde ich mir doch mal näher angucken. Ich muss jetzt einfach auch, wir sagen im Verlag, in-game bleiben. Ich als Person bin jetzt in dem Spiel, ich bin in-game. Ich darf jetzt das Ganze nicht auflösen. Ich muss einfach straight bei der Geschichte bleiben und die Menschen leider ein klein wenig hinters Licht führen.
Es ist ja so, es ist eine Folge von Büchern, ne, die rauskommen. Wie ist das, wenn sich jetzt jemand erst registrieren lässt? Kommt er dann zu spät, weil das Ganze ist ja schon angelaufen, oder wie ist da die Situation? Jeder Leser hat seinen eigenen Zeitstream. Wenn ich in 3 Monaten einsteige, erlebe ich die Geschichte genauso, als ob sie jetzt in der Realität geschieht, als wenn ich jetzt zum Anfang eingestiegen bin. Wir haben uns da viel Mühe gegeben und haben tatsächlich eine technische Möglichkeit gefunden, um jeden Leser auf seinem eigenen Zeitstream durch die Geschichte zu ziehen. Was ich auch noch gelesen habe, ist, es kann ja so weit gehen, dass man sogar einen Anruf auf dem Handy bekommt, oder? Wir schrecken tatsächlich vor nichts zurück. Wir wollen den Leser richtig erschrecken und wir wollen die Geschichte real erscheinen lassen. Und man kann sich, wenn man das möchte, für das Deathbook registrieren lassen, also für das Buch der Toten registrieren lassen. Dann kann man seinen Namen, seine postalische Adresse, seine E-Mail-Adresse und, wenn man sich traut, vielleicht sogar seine Telefonnummer hinterlassen. Ausgeschlossen ist es dann nicht, dass man vielleicht einen Anruf oder eine Mail oder sogar Post vom Täter bekommt oder eine Mail von mir bekommt. Aber dafür möchte ich auch so vielleicht ein klein bisschen warnen. Man muss sich wirklich trauen und ein klein wenig hartgesotten zu sein, denn wer möchte schon von dem Psychopathen nachts um 1 angerufen werden? Andreas, ich sage erstmal vielen Dank für den Einblick. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mich jetzt, denke ich, auch registrieren lassen und werde mutig sein. Schauen wir mal. Ich wünsche viel Glück dabei. Ja.